Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Beim letzten Mal haben wir angefangen, unsere Hanfplantage zu bauen und diesmal werden wir uns jede Menge Holz sammeln, um genug Zäune zu bauen, dass wir die hier schön um unsere Hanfplantage rumbauen können, dass da keiner reinkommt. So ein Schaf oder so ein Huhn zum Beispiel. So. Oh, hier ist noch so ein Vieh. Also so ein Schaf eben. Der ist mir zu groß. Ich hack jetzt mal hier ein paar Bäume. Wieso? Ne, ich hack die nicht, ich fäll die. Ne, fällen tue ich sie ja eigentlich auch nicht, weil sie fallen ja nicht. Naja, ich nehme eben Holz von Bäumen. Ganz normal. So. Gut. Was bauen wir danach? Das können wir jetzt schon mal überlegen. Nach diesem Zaun, weil die Plantage muss ja dann erstmal wachsen und wachsen. Und wir könnten in der Zeit ja irgendwas anderes bauen. Nur was, das ist jetzt natürlich die große Frage, die sich mir stellt. Ich habe auch gerade keine Ahnung, was ich bauen soll. Was könnten wir dann da hinten bauen? Naja, mal sehen. Werden wir dann sehen. Jetzt, scheiße, der ist wieder so groß. Wo ist denn noch ein normaler Baum, den man normal abholzen kann? Hier. So. Hier ist noch ein normaler Baum. Ja, ich glaube, ich weiß, was wir bauen. Zumindest, was wir anfangen zu bauen. Das wird dann ein bisschen dauern. Das braucht dann auch immer seine Zeit. Und zwar werde ich jetzt genau das bauen, was ich schon mal in meiner Welt gebaut habe. Dann zeige ich euch mal noch, wie ich das überhaupt gemacht habe. Also ich habe ja in meinem Let's Show zu Minecraft schon mal meinen riesigen Baum gezeigt. Also ich wollte so ein bisschen Tushu bauen aus Arcania und habe dann eben einen riesigen Baum gebaut und den euch in meinem Let's Show schon gezeigt. Und jetzt werde ich euch eben zeigen, wie ich den gebaut habe. Das ist relativ simpel. Wird aber sich hinziehen. Das dauert ein bisschen, bis der riesige Baum dann mal gebaut ist. Jetzt fällen wir erstmal ein paar Bäume, beziehungsweise wir sind jetzt auch fertig. Ich habe nämlich keinen Bock mehr. Ich setze jetzt nochmal die ganzen Setzlinge hier hin. Zack, hier kommt ein Baum hin. Und zack, da kommt noch ein Baum hin. Und hier und dort und hier überall, weil ich nicht die ganze Zeit so doofe Setzlinge mit mir rumtragen will. Ob die jetzt alle wachsen werden oder nicht, das ist mir egal. Aber ich habe wenigstens mal meine Setzlinge hier verbraten. So. Zack. Achso, scheiße. Ne, bin ich doof. Wir brauchen ja noch ein paar. Aber gut, wir haben ja noch welche in der Kiste. Ja, jetzt habe ich die alle hier hingebaut, obwohl wir eigentlich einen Riesenbaum bauen wollten. Naja. Man kann nichts machen, wenn man doof ist. So, dann nehme ich die mal gerade. 6 Stück haben wir noch. Das reicht auf jeden Fall für den Anfang. Das ist überhaupt kein Problem. Und zwar bauen wir das Ding direkt hier hin, würde ich doch mal... Ne, machen wir nicht. Wir gehen ein bisschen weg. Und bauen das ein bisschen weiter weg. Hier ist doch eine schöne Fläche, würde ich mal sagen. Dann haben wir in der Mitte sogar noch eine Höhle. Das machen wir so. Hier einen hin, hier einen hin, hier einen hin. Hier einen hin, dann kommt hier noch einer hin. Und da noch einer hin. Dann machen wir die hier ein bisschen weiter außen. So. Ja, das passt. So, und die werden jetzt wachsen. Und wachsen und wachsen. Beziehungsweise, sie werden natürlich nur einmal wachsen. Dann werde ich neue Setzlinge oben drauf setzen. Und dann wird der Baum eben quasi größer. Das werdet ihr dann sehen, sobald die Bäume hier gewachsen sind. So. Und das ist dann ja auch noch eine coole Sache mit der Höhle in der Mitte. Dann können wir wirklich dann ein richtiges Tushu draus bauen. Mit einer Höhle noch. Bei Tushu war ja... Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen, da wollte ich nicht. Bei Tushu war ja sogar noch wirklich einer unten in einer Höhle. Wahrscheinlich wissen die meisten gar nicht, von was ich hier laber, weil kein Schwein Arcania gezockt hat. Naja, egal. Tushu ist einfach so ein riesiger Baum. Fertig. So, da hinten waren irgendwo Schafe, denen ihre Wolle gehe ich mir jetzt noch holen. Ich bin immer ganz heiß auf Wolle. So, wo sind die denn? Da hinten ist doch eins. Ja, aber die Welt hier ist cool. Hier gibt es viele Höhlen, das ist gut. Hier ist... Naja, nix. So. Zack. Und da sind ganz viele Schweine, aber... Nö.
Nö, die lasse ich mal leben. Oh, jetzt sind da hinten bei unserer Hütte ganz viele Schafe. Die gehen wir auch alle töten und uns die Wolle nehmen. Oh, und da hinten habe ich noch was Cooles gesehen. So Zuckerrohr. Oder ich glaube zumindest mal, dass es Zuckerrohr ist. Das werde ich mir selbstverständlich holen gehen und das zu unserer Plantage hier dabei setzen. Weil das wächst ja da auch ganz schön. Dann haben wir eine Hanf-Zuckerrohr-Plantage. So, da hinten ist es. Oder ist das ein Kaktus? Scheiße, das ist ein Kaktus. Naja, dann setzen wir eben noch einen Kaktus oder zwei Kakteen in unsere Plantage. Das macht ja nichts. Zack. Da oben war noch ein Schaf. Bisher noch gar kein buntes Schaf gesehen, oder? Oder haben wir am Anfang ein buntes Schaf gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich finde die bunten Schafe immer cool, vor allem die kackbraunen und die lilanen Viecher. Oder pink, was ist denn das? Weiß ich gar nicht mehr. So, wir nehmen uns also, hier ist die ganze Wolle, wie immer. So, und jetzt nehmen wir uns die Kakteen damit, komm. Setzen wir die in unseren Garten, beziehungsweise eine Monsterfalle könnten wir damit ja auch bauen, aber ich bin jetzt nicht so der Pro in Monsterfallen bauen. Was haben wir da hinten noch? Wir müssen gucken, dass wir auch wieder zurückfinden. Ich habe ja immer Orientierungsprobleme. Zumindest in Minecraft, in echt eigentlich nicht, aber in Minecraft, naja, egal. So, und wisst ihr was? Wir nehmen uns hier jetzt gerade mal noch diese Grasgrünen hier mit. Zack, 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 hier braucht man sowieso kein Grün. Ich will normalerweise immer nicht hier die schönen Grünflächen zerstören. Deswegen nervt mich das immer, wenn ich überall hier, ja, diese Samen sammeln muss und dafür das die grünen Dings zerstören muss. Oh, wir haben gar kein Dings mehr, oder? Doch, wir haben noch so eine Hacke. Weil ich finde das immer doof, wenn dann alles so braun aussieht. Aber hier brauchen wir sowieso kein Grün. Hier ist es sowieso hässlich. Das heißt, hier können wir das einwandfrei alles abdingsen. Na. Und dann haben wir gleichzeitig noch jede Menge Samen oder was auch immer mehr für unsere Hanfplantage. Das ist eine super Sache. So. Zack. Oh, hier kommt sogar super viel irgendwie. Aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund. Also langsam geht das Ding hier natürlich wieder kaputt, wie immer. Ja, und jetzt kommt auch nichts mehr. Doch, kaum habe ich es gesagt, kommt wieder ein Haufen. Machen wir hier noch alles. Viel zu viel Grün. Da kann man gar nicht alles zerstören. So, und zack. La 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 la. Oh, jetzt ist weg. Gut. Dann nehmen wir noch diesen Kaktus mit. Und dann geht's zurück in die Bude. Und hier war doch auch noch was, wenn ich mich recht erinnere. Ja, sieh mal einer an. Bald können wir ein ganzes Haus von dem Zeug hier bauen. Guckt mal. Hier ist schon wieder jede Menge Zeug. Sogar wirklich jede Menge. Das nehmen wir alles mit. Und davon ist noch mehr. Meine Fresse, haben wir hier eine Welt. In meinen ganzen anderen Welten finde ich dieses Zeug hier nie. Und hier ist einfach alles voll damit. Super Sache. So, 36 haben wir schon. Ja, hier bekommen wir noch viel dazu. Das ist noch einiges. Jetzt geht es sogar noch nach unten hier. Unten drunter auch noch von dem Zeug. So, den Rand da lasse ich erstmal stehen, sonst kommt ja Wasser hier rein. Oder? Ah, nee. Doch. Nee. Totaler Quatsch. So, ich baue mich direkt schon mal nach unten. Oh ja, 64 Kügelchen haben wir schon, aber die müssen wir dann noch zu verarbeiten. Zu richtigen Blöcken, aber das macht nichts. Das geht ja relativ schnell eigentlich auch. Lolo, das dauert wieder ewig hier. Geht das eigentlich mit dem Ding schneller? Ja, natürlich. Wie blöd kann man sein? Ups, ja, wie blöd kann man sein? Habe ich hier einfach mal alles aufgerissen. Habe ich jetzt auch alle bekommen? Ne, da liegt noch ein drum. Jetzt habe ich aber alle, oder? Schön. So. Und was sehen wir da hinten? Da ist noch mehr. Wahnsinn. Irgendwie ist die Welt hier schon cool. Jede Menge Höhlen, jede Menge von dem Zeug hier.
Nur Zuckerrohr habe ich bisher noch keins gefunden. Naja, das wird noch kommen. Und zack. Köpper ins Wasser. So. Ja, da oben die Schafe, die lassen wir jetzt mal mit ihrer Wolle wollen. Schon wieder 10 Minuten rum. Das ist ja Wahnsinn, wie schnell das hier alles geht. Wo sind die Setzlinge da? So. Ne, sind ja keine Setzlinge, aber egal. So, jetzt können wir nur da welche hinsetzen, gerade wo Platz ist. Weil ich keine Hacke habe, aber ich baue mir schnell eine. Na, so. Jetzt wollte ich das hier so schnell machen, das ging aber nicht so gut. Okay. Das Holz nehmen wir wieder mit, die Sticks. Und dann machen wir hier schnell noch, bevor es ganz dunkel wird, den hier und setzen unser Zeug da noch hin und zack. Was? Achso, ne, ich will die Waffe wechseln. Quatsch, die Waffe wechseln, ich will den Gegenstand wechseln. So, und hier reißen wir noch alles auf. Und zack, jetzt haben wir ja, jetzt haben wir eigentlich viel zu viel. Da haben wir zu wenig Platz für unsere ganzen Samen hier. Aber macht nichts. Dann haben wir eben noch ein paar übrig. Vielleicht bauen wir irgendwann woanders nochmal ein Feld an. Das kann ja auch sein. Da ist die Truhe. Da mache ich auch noch die Rosen rein. Den Kaktus, die anderen Blumen. Die Federn. Seed machen wir da noch rein. Die Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Ach, da oben ist schon Wolle. So, und jetzt mache ich in diesem Part noch eins. Und zwar, ne, das war unnötig. Ich werde das hier noch schnell verarbeiten. Oder nee, komm Leute, das mache ich offscreen, das interessiert euch eh nicht. Also, ich werde jetzt noch dieses Dings hier verarbeiten und sonst werde ich nichts mehr machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.